Hallo und herzlich willkommen im Keller. Ich habe Projekte. Ich habe einen ganzen Batzen Projekte. Projekt 1, Schwedenkrempel fertig machen. Das läuft, das wird jetzt auch weitergehen. Ich habe aber jetzt so für mich ein bisschen auch andere Projekte angefangen. Und die sollen jetzt so ein bisschen parallel laufen, bis Schweden fertig ist. Da setze ich mich nachher noch dran und gucke, dass ich auf jeden Fall noch zwei Folgen Zusammenbau, die dann heute, also Sonntag und Montag, noch online gehen. Gibt noch diverses anderes Zeug, was zu Schweden dann noch gemacht werden muss. Ich habe da noch ein paar Sonderfolgen in Aussicht. Und generell, ich glaube, bei so insgesamt jetzt noch folgend vier, vielleicht fünf reguläre Folgen. Vielleicht auch nur drei, muss ich mal gucken, habe noch nicht so ganz den Überblick und dann bin ich durch. Und das wird auch Zeit, weil, wie gesagt, es gibt andere Projekte. Ich habe das dringende Bedürfnis, mich wieder anderen Projekten zuzuwenden. Und zwar sind das, also erstens mal laufender Content, sage ich das jetzt einfach mal so. Sprich, die üblichen Videos, wie man sie von meinem Kanal gewöhnt ist. Ich werde auch hoffentlich noch mal demnächst in den Wald kommen, um da noch ein bisschen zu filmen. Da gab es, als ich das letzte Mal geschaut habe, nämlich ein paar filmenswerte Dinge, die man mal dokumentieren könnte und dann halt mal wieder ein reguläres Walderklärvideo quasi draus machen, beziehungsweise zwei. Je nachdem, ob die eine Sache noch da ist. Wenn nicht, muss ich warten, bis ich mal wieder woanders so eine Sache finde. Will jetzt noch gar nichts großartig verraten, aber nur damit ihr so ein bisschen auf dem Laufenden seid, was eigentlich so ansteht. Was ich jetzt von euch will im Rahmen dieses Videos, ist weniger jetzt irgendwas erklären oder Informationen verteilen, sondern eher Meinungen einholen. Also das soll bitte ein Diskutiervideo werden. Also wer Lust hat, natürlich besteht keinerlei Zwang, hier irgendwas zu kommentieren. Ich wäre aber für jede Meinung und jede Äußerung eurerseits dankbar und könnte da mich dann ein wenig mehr auf das eine oder vielleicht auf das andere Projekt konzentrieren oder das andere oder vielleicht irgendwelche Projekte auch wieder streichen, weil sich da keine Sau für interessiert. Das wäre dann auch sehr hilfreich, diese Information schon vorher zu haben, bevor ich da wertvolle Zeit und Hirnkapazität rein investiere. Und zwar, wie gesagt, jeweils kurze Rückmeldung wäre schön, ob das was ist, was ihr sinnvoll findet, oder soll ich das lieber sein lassen? Also im Prinzip läuft es darauf hinaus. Oder euch fällt bereits irgendeine Teilaspekt der jeweiligen Projekte ein, den ich unbedingt beachten muss, den ihr für wahnsinnig wichtig haltet. Aber ihr wisst ja, wie man einen Kommentar schreibt, das muss ich euch ja nicht erklären. So. Wer übrigens keine Kommentare schreiben kann, weil er keinen YouTube-Account hat, darf mir auch gerne eine entsprechende Mail schreiben, wenn er dann da Lust zu hat. Auch das wäre sehr hilfreich für mich. Ich brauche da wirklich ein bisschen Meinung meiner geschätzten Zuschauerschaft. Ich habe auch mal überlegt, ob ich diverse meiner Damen frage, aber deren Meinung kann man bei waldspezifischen Sachen ja, zum Teil ziemlich in die Tonne kloppen. Also auch was waldspezifisch meint, jetzt auch meinen YouTube-Kanal spezifisch, sind halt, ja, ich mag sie trotzdem. So, Projekt Nummer 1 wäre, ich habe jetzt eine Facebook-Fan-Page. Ich finde zwar diesen Begriff unglaublich grauenvoll, aber das wäre von daher ganz jetzt hilfreich. Vielleicht, das ist jetzt nur ein Konzept, ne? Ich habe das Ding mal eingerichtet, um Dinge zu diskutieren. Weil man kann natürlich unter YouTube-Videos auch recht gut hin und her schreiben. Was da aber fehlt an Funktion, ist die Möglichkeit, was denn? Ah, Bilder hochzuladen. Und das könnte man bei Facebook halt eben schon. Ich kriege nämlich öfters Fragen per Mail mit einem Bild. Und jetzt schreibt bestimmt wieder einer, dass ich seine eine Frage mit Bild mal irgendwo übersehen habe. Leider finde ich die entsprechende Mail nicht mehr. Ich habe, glaube ich, auch mal zwei Fragen mit Bild vielleicht mal irgendwo übersehen. Übrigens, wenn ihr mir eine Frage mit Bild schickt und ihr hört überhaupt nichts von mir, dann liegt es meistens daran, dass ich es einfach schlicht und ergreifend nicht weiß oder nur wild spekulieren kann. Also teilweise kriege ich, was heißt teilweise, kriege ich relativ häufig Fragen mit Bild per Mail. Auf dem Bild ist irgendwas, was ich
überhaupt nicht zuordnen kann. Und ja, dann vergesse ich hin und wieder den E-Mail-Schreiber darauf hinzuweisen, dass ich es überhaupt nicht zuordnen kann. Also es gibt Dinge im Wald, die gibt's gar nicht gefühlt. Insbesondere vielleicht irgendwelche Einrichtungen, die vielleicht jagdlicher Art oder sonstiger Art sind. Da sind teilweise richtig krasse Sachen dabei, die ich da geschickt bekomme. Aber eben genau das ist der springende Punkt. So ein Bild könnte man dann auf meiner entsprechenden Facebook-Diskutierseite, nenne ich sie jetzt mal, posten. Und dann ist vielleicht ja irgendein geneigter Zuschauer unter uns, der so einen Teil bei sich im Wald schon mal gesehen hat und durch irgendeinen Zufall oder weil er halt super schlau ist, weiß, was das darstellt, und ja, das wollte ich dann da gerne diskutieren. Außerdem kommt dazu, dass ich immer mehr Freunde auf meiner privaten Facebook-Seite, also mein Facebook-Profil, Personenprofil, das ist ganz normale Ding, was jeder Facebook-Nutzer hat, zwangsweise. Da kriege ich immer mehr Freunde, die sich wahrscheinlich für mich interessieren, wegen eben meiner YouTube-Präsenz. Und das ist natürlich schön, da habe ich überhaupt nichts dagegen. Nur bringt's euch halt nichts, mit mir auf Facebook befreundet zu sein, in regulärer Art, weil ich mache auf meinem regulären Facebook-Profil nichts. Seit Jahren passiert da nichts. Die einzige Sache, die in den letzten Jahren mal passiert ist, ich habe mal vielleicht 5 Sachen mal kommentiert, in Anführungszeichen, mit irgendeinem blöden Spruch oder was. Und das ist oft wirklich privates Zeug. Das hat mit meinem Waldkrempel überhaupt nichts zu tun. Also wirklich irgendwas von irgendwelchen Mädels, die ich seit 13, 14 Jahren kenne. Und ja, dann macht man halt mal privat irgendwelchen Käse, oder es wird halt mal ein kleines Foto vom letzten alte Freunde-Treffen gepostet, und da schreibt man dann halt drunter, wie lieb man sich alle hat und sowas in der Richtung. Aber ja, da habt ihr jetzt so gesehen nichts von, insbesondere wenn ihr die anderen Leute da nicht kennt. Deswegen ist so begrenzt nützlich halt eben, mit mir auf dem privaten Facebook-Profil befreundet zu sein. Und wie gesagt, posten tue ich da nichts, Waldzeug schon gar nicht. Ich benutze das Ding deswegen, weil ich einen Messenger haben will, der halt auch am PC gut funktioniert und nicht nur auf dem Handy. Das ist so der Hauptgrund, und irgendwie, da jeder Depp gefühlt Facebook hat, also zumindest von den Leuten, mit denen ich zu tun habe, nicht jeder, aber viele, ja, das war dann halt eben das Mittel der Wahl. So, kurzer Hinweis noch, ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass Facebook böse ist, aber da Google schon quasi meine Seele besitzt, dann kann der andere Teufel die andere Hälfte eigentlich auch noch haben. Dann ist das Problem mit der Seele ohnehin gelöst, und Facebook hat die eine Hälfte und Google die andere. Aber Twitter bekommt... Ja, theoretisch habe ich sogar einen Twitter-Account, den ich aber nicht verstanden habe, und demzufolge liegt der jetzt quasi auf Eis. Er macht das eine oder andere wohl noch automatisch und schickt mir hin und wieder eine Mail. Aber ja, wenn ich mal raus... Ich mache mir mal irgendwann die Mühe rauszufinden, wie man so ein Ding wieder löscht. Also löschen in Anführungszeichen. Das Internet vergisst ja bekanntlich nichts. Ja, aber... Ich glaube, das sollte auch schon ansonsten selbsterklärend genug gewesen sein, diese Facebook-Geschichte. Also die Facebook-Fanpage, nochmal zusammenfassend, ist dafür gedacht, dass man da diskutieren kann, Fragen stellen kann, Fragen beantworten kann. Und für mich, wenn ich mal zu irgendwelchen aktuellen Projekten halt wirklich was diskutieren will. Also quasi, was ich jetzt in diesem Video mache, wenn ich dann nun mal so kleine Anmerkungen und kleine Fragen habe, dann könnte ich die eben auch auf dieser Facebook-Seite dann entsprechend stellen und da mit wenigen Anmerkungen dann auch schon Vorlieb nehmen, weil erfahrungsgemäß erzeugt ein Video wie dieses eine sehr umfassende Resonanz, was Tolles, was wirklich großartig, also in keinster Weise eine Beschwerde, aber manchmal brauche ich einfach nur 2, 3 andere Meinungen und nicht 20 oder 30 oder 100. Oder sowas in der Richtung. Also, aber wirklich überhaupt keine Beschwerde. Ne? Das ist also wirklich großartig, wenn ihr mir jetzt hier entsprechendes Feedback gebt. So, zweites Projekt steht da drüben. Und ja, der Ben hat jetzt auch Präsentationsfläche in seinem Keller. Und zwar plane ich... Es ist noch im Alpha-Stadion, ja, noch nicht mal Beta, es ist Alpha.
Das plane ich eigentlich schon, seit ich diesen Kanal habe, einmal die vollständige Waldökologie durchzuerklären. Das ist natürlich ein Projekt, das dauert Jahre und zieht sich über viele, 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 viele Stunden, Tage in Anführungszeichen an Videomaterial, weil ich will wirklich eine vollständige, ja, abgespeckte Vorlesung, sprich nur die Sachen, die ich für wichtig halte. Das ist so quasi das Kriterium. Ich erzähle euch alles, was zum Wald meiner Meinung nach wichtig ist. Also schon so ein, ja, Studium Light in Anführungszeichen, das im Gegensatz zu einem normalen Studium den extremen Nachteil mit sich bringt, dass der einzige Dozent ich bin. Und ich natürlich jetzt nicht in jedem Bereich gleich qualifiziert bin. Idealerweise hat man bei einem Studium ja zum jeweiligen Teilbereich des Fachgebietes einen absoluten Experten da vorne stehen. Das habt ihr jetzt nicht, wenn ihr halt mir zuhört, sondern da habt ihr nur in manchen Teilbereichen etwas mehr Expertise und in anderen Teilbereichen etwas weniger Expertise, aber für ein spezifisches Fachgebiet. Der absolute Fachidiot bin ich halt nicht. Ich bin Universalwald-Experte, wenn ich dieses Begriff verwenden darf. Der ist rechtlich nicht geschützt, ich darf den verwenden. Ah, was übrigens auch noch neu ist, was hinter mir an der Wand hängt, das untere Ding da, unter meinem Vater. Ich habe gedacht, wenn irgendwelche Diplompsychologen und ähnliches über ihrer Freudschen Couch, wo man liegen kann und seine Sorgen verzählen kann, darüber ihr Diplom aufgehängt haben, dann kann ich es auch in die Drei-Tüxen-Ahnengalerie hängen. Ursprünglich war das mal als Drei-Tüxen-Ahnengalerie konzipiert, unten hing dann aber trotzdem noch mein Opa mütterlicherseits. Und jetzt ist es wirklich die Drei-Tüxen-Ahnengalerie vom letzten Tüxen in der Reihenfolge. Das bin dann ich. Braucht man ja kein Bild, den sieht man ja auch so. Der springt hier ja im Keller rum. Und deswegen hängt da dem sein eines Interesse, also ich habe ja zwei theoretisch, aber dem seine eine wichtige Urkunde, die er mal an akademischen Ehren erworben hat. Großvater hat davon ja gefühlte, da könnte man den ganzen Keller mit tapezieren. Vater hat da auch einige von. Ich habe bloß den einen Wisch, aber trotzdem, da sehr viel Arbeit drin steckt und wenn ich mich ein ganz kleines bisschen selber loben darf, auch jede Menge Wissen dahinter. Das ist nicht bei jedem Masterabschluss so, von jedem. Bin ich da trotzdem nach wie vor stolz drauf und finde hier mein entsprechender ja, Wald, Outdoor, Scientific Keller ist ein geeigneter Ort, um dieses Ding dann mal aufzuhängen, wenn ich hier vielleicht doch mal irgendwann Besuch kriegen sollte. Auch das ist so ein Projekt, aber das ist noch in ganz, ganz weiter Zukunft. Das müssen wir jetzt nicht, erstmal nicht diskutieren. Ja, zurück zu meiner Präsentationsfläche da drüben, ne? Plan ist halt wirklich die vollständige Biologie, Ökologie, Bodenkunde, Geologie, Zoologie, Botanik, also Biologie muss man natürlich aufspalten. Dann noch ein bisschen Biochemie, dass man zumindest mit der Pflanzenernährung einigermaßen zurechtkommt. Die Stoffflüsse, die innerhalb also Biochemie, das Stichwort, Pflanzenbiochemie größtenteils. Worauf ich jetzt nicht so sehr eingehen werde, ist Tierbiochemie, weil da gibt es halt nochmal, sagen wir mal, erheblich schneller ablaufende Prozesse, als das bei Pflanzen notwendig ist. So eine Pflanze ist dann doch ein eher gemütliches Lebewesen. Bei uns zum Beispiel der ganze Energiestoffwechsel auf zellulärer Ebene und so weiter, das werden wir mal kurz ankratzen, weil das halt für das Tierleben generell wichtig und interessant ist. Und ja, aber um nochmal darauf einzugehen, was quasi die Themengebiete ausmacht, ist, dass ich es für wichtig und interessant halte. Was da drüben jetzt auf der Wand bisher zu sehen ist, das ist größtenteils Zytologie, also Zelllehre. Das ist für den meisten von euch jetzt wahrscheinlich erstmal abschreckend. Das ist ja langweilig, ist aber wichtig für das weitere Verständnis. Deswegen habe ich mich bisher auch gescheut, zum Beispiel mal allgemeine Dinge zum Aufbau einer Pflanze zu erklären oder das Video, was ist ein Baum, zu machen. Das geistert mir schon, seit ich den Kanal habe, quasi im Hintergrund rum, was ist ein Baum. Aber jedes Mal, wenn ich anfange,
was ein Baum ist, zu erklären, muss ich Sachen voraussetzen, die ihr zwar vielleicht wisst, aber ich will halt nicht die ein paar Zuschauer anquatschen, die tatsächlich genug biologisches Hintergrundwissen haben, um mir dann folgen zu können, wenn ich zum Beispiel anfange, vom Aufbau einer Holzzelle zu erzählen. Das kann ich nicht machen, bevor ich nicht erklärt habe, was überhaupt eine Zelle ist. Ich setze das jedes Mal voraus und ich habe schon in ein paar anderen Videos quasi, wo ich das Thema Zytologie so ein ganz kleines bisschen angerissen und vorausgesetzt habe, habe ich für mich persönlich ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil wenn ich wirklich möchte, dass in aller umfassenden Art der Wald bzw. das Thema, dieser Einzelaspekt des Waldes, mit dem ich mich gerade beschäftige, optimal verstanden wird, dann muss ich gewisse Dinge voraussetzen. Und ich weiß aber nicht, wenn ich es voraussetze, ob das bekannt ist oder nicht. Und insbesondere die Aspekte, die mir persönlich wichtig sind und aus meiner Sicht der Dinge eben notwendig, um die großen Zusammenhänge zu verstehen. Ob die bekannt sind, weiß ich erst recht nicht. Nur weil jemand in der Schule zum Beispiel Mitose und Meiose gelernt hat, also Zellteilung auf gut Deutsch, der kennt sich deshalb vielleicht trotzdem im Bereich der Zellbiologie mit wesentlichen Aspekten, die dann, wenn man das große Ganze betrachtet, also auch die ganze Organismusebene, den ganzen Baum, das ganze Tier zum Beispiel, die da dann saumäßig wichtig sind, nach meinem Verständnis. Und ich muss sagen, ich habe mein Studium anders als es von der Natur, also von der Vorgabe der Uni, nicht unbedingt ausgelegt ist, habe ich mein Studium letztendlich so für mich selber ausgelegt. Das muss ja jeder individuell machen. Die Uni will das ja gar nicht vorgeben, wie man sein Studium für sich selbst versteht und auslegt. Das ist ja auch gut so. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich habe es halt so ausgelegt, dass ich ein umfassendes Verständnis des Waldes haben wollte. Ich wollte mich gar nicht so sehr in irgendeine bestimmte Richtung spezialisieren. Die allermeisten machen das. Das ist auch generell eine gute Idee, wenn man einen tollen Job haben möchte. Aber habe ich halt trotzdem nicht gemacht, sondern mir lieber wirklich so die einzelnen Sachen rausgepickt, die in einer Detailfülle gelernt, dass es fürs große Verständnis des großen Ganzen, des Gesamtwaldes, wie es halt mir da wichtig erschienen ist. Und in dem Level habe ich es behalten und habe es noch ein bisschen darüber hinaus mal gehört und gelernt. Aber ja. Das Faszinierende meiner Meinung nach beim Studium des Waldes oder beim Waldlernen, wenn man das so nennen möchte, sind die großen Zusammenhänge, wie alles zueinander passt. Eben Ökologie, das ist, wenn man so möchte, ja, also die Definition ist natürlich die Wissenschaft von den Lebewesen in ihrer Umwelt und den Prozessen, die dabei vernetzungstechnisch eine Rolle spielen. Also Biologie mit den ganzen abiotischen Wissenschaften, also Physik, die Lehre der Kräfte, das ist alles vollständig abiotisch. Da spielen dann Zellen. In der Zelle spielt Physik eine Rolle. Eine Zelle spielt aber nicht unbedingt in der Physik eine Rolle. So rum. Ja. Und eben darum geht es mir. Wirklich die gesamten großen Zusammenhänge, so wie ich mein Studium verstanden habe, das in dieser Form weiterzugeben. Und das ist halt der große Unterschied zu einem echten Studium. Und das, was ich euch erzählen kann, es ist schon vorselektiert. Es ist schon meine Sicht der Wahrnehmung. Wenn man alles, was man über den Wald wissen kann, sich als große Blase vorstellt, das, was wir überhaupt über den Wald wissen, dann habe ich mir da halt ein bisschen was rausgepickt und das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, wie der gesamte Wald zu verstehen ist. Innerhalb des gesamten Wissensspektrums ist es also wirklich nur ein Bruchteil. Für mich ergibt das subjektiv, da muss man wirklich sagen, dass da eine starke subjektive Komponente auf eben mich persönlich bezogen dabei ist, ergibt das so wunderbar einen Sinn. Und ich habe Grund zur Annahme, da ich jetzt ja doch ein paar Zuhörer inzwischen gewonnen habe mit diesem Kanal, dass es da Leute gibt, die vielleicht meine Sicht der Dinge teilen. Und vor allen Dingen bin ich durch einen glücklichen Zufall in der Lage, meine Sicht der Dinge auch tatsächlich, glaube ich, so gut erklären zu können, wenn ich mir dann genügend Zeit nehme und genügend Arbeit mache und halt eben sogar Präsentationsflächen dazu verwende. Das ist auch ein Schritt, den ich einfach bisher gescheut habe, weil es halt ein Wahnsinnsaufwand ist. Dann
bin ich, denke ich, schon wirklich vollständig in der Lage, ein sehr umfassendes Waldwissen vermitteln zu können, eben mit der Einschränkung, dass es sich dabei nur um meine Sicht der Dinge handelt, ist also was Subjektives ist. Und das nochmal möchte ich betonen, kriegt ihr halt nochmal viel, 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 viel besser, wenn ihr es richtig studiert, dann bekommt ihr eine neutrale Sicht der Dinge. Das wäre auch die erheblich wissenschaftlichere Vorgehensweise, dass man also viele subjektive Meinungen zusammen, die man zu den einzelnen Fachgebieten bekommt. Also die Meinung vom Prof ist jeweils natürlich auch wieder subjektiv, auch wenn er sie versucht zu objektivieren. Das Wort vergessen wir jetzt gerade wieder. Jedenfalls, wenn er versucht, aus einer subjektiven Meinung eine sehr objektive Meinung zu machen, sofern das überhaupt möglich ist. Man kann sich dann aus der Gesamtheit, dass jeder Prof ja ein Individuum ist, halt dann immer noch seine eigene subjektive Meinung selbst zusammenstellen. Und genau diese Option habt ihr nicht, wenn ihr nicht richtig studiert, sondern nur meinen Ausführungen folgt. Damit möchte ich also wirklich den Wert eines Studiums nicht reduzieren. Man kann da nochmal viel, 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 viel mehr lernen und noch viele andere Aspekte. Wie gesagt, das bisschen ist das, was ich euch zum Wald erzählen kann. Das ist es, was es alles gibt. Und deswegen ist das in keinster Weise ein Ersatz. Aber da ja so ein paar Leute schon mal in die Kommentare geschrieben hatten, dass sie im Prinzip auch gerne Fonds studiert hätten, der Zug aber abgefahren ist und so weiter und so fort, soll diese Videoreihe so ein bisschen gedacht sein für die so richtig krass am Wald Interessierten, die so ein bisschen nachvollziehen wollen und dafür aber auch eben Zeit und Arbeit investieren wollen, weil ihr müsst da schon drüber nachdenken, über den Kram, den ich euch in detailliert erzähle. Ihr werdet das eine oder andere vielleicht auch nochmal explizit nachlesen wollen, werdet das eine oder andere Büchlein mal ausleihen oder tatsächlich käuflich erwerben müssen. Das ist also schon ein Prozess der Arbeit und auch ein gewisses Maß an Geld. Ja, wenn man es in der Bibliothek ausleiht, nur ein sehr geringes gewisses Maß an Geld erfordert. Und erschweren kommt letztendlich noch dazu, das muss ich jetzt auch noch sagen, dass das so viel Arbeit für mich ist, dass ich das wahrscheinlich nicht vollständig, also erst den Anfang schon, ich will ja erstmal eine Runde Feedback haben, aber im weiteren Verlauf dieser Reihe werde ich das nicht alles ganz regulär auf YouTube kostenlos zur Verfügung stellen, sondern da würde ich dann tatsächlich einen ganz kleinen Obolus, also wir sprechen hier jetzt nicht von 1000 Euro, wir sprechen hier von 3, 4, 5, 5, 5, sowas, da könnte man drüber nachdenken, dass das dann wirklich ein ganz kleines bisschen ein Einkommen darstellt. Weil wie gesagt, es ist eine Vorlesungsreihe quasi. Wenn ich das an der Uni halten würde, würde ich damit ein Schweinegeld verdienen und völlig umsonst machen. Das geht dann über mein Engagement hinaus. Das wäre also auch noch was. Jetzt muss ich kurz den Akku wechseln. Ja, also was ich sagen wollte, das wäre also auch noch ein wesentlicher Aspekt dieses Mammutprojekt, so darf man es sicherlich schon nennen, dass ich da halt, wenn ich das mache, dann wirklich einen kleinen Obolus für verlangen würde. Das bedeutet nicht, dass in irgendeiner Form sich was an meinem regulären Kanal ändert. Das ist ein separates Projekt. Das ist bitte wirklich als separat zu verstehen. Ich gehe auch schwer davon aus, dass der Durchschnittszuschauer meiner Videos an einer so detaillierten Art der Darstellung nicht unbedingt interessiert sein wird. Jetzt wisst ihr natürlich noch nicht so ganz, worauf ihr euch, was das jetzt exakt, wie detailliert ist denn jetzt super detailliert. Deswegen werde ich halt eben ein paar Videos in diese Richtung, wenn da überhaupt jetzt in irgendeiner Form eine positive Resonanz kommt, ganz normal produzieren und wie immer halt eben hier auf meinem YouTube-Kanal hochladen. Ja, und dann einfach mal auch schauen, wie ist da die Resonanz? Gäbe es da überhaupt ein ganz paar? Wir würden ein ganz paar Interessierte schon reichen. Interessenten eben an dieser Sache. Es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie reich mit werden möchte. Da geht es mir jetzt, das ist wirklich für mich einfach emotional wichtig, dass ich da einfach eine gewisse Wertschätzung meiner Arbeit über das übliche Danke. Das ist ja super, das ist großartig, ja, also versteht mich nicht falsch. Aber bei so viel Arbeit, da brauche ich in irgendeiner Form eine ganz kleine finanzielle Wertschätzung meiner Arbeit. Das hat wirklich einfach größtenteils emotionale Gründe. Wenn ich so viel Arbeit da reinstecke, wie das ist,
Da komme ich mir einfach bescheuert vor, wenn ich dann damit keinen Cent verdiene und das aus reiner Menschenliebe mache, weil ich meine, ich habe lange, lange, lange studiert. Dieses Wissen kommt nicht von irgendwoher. Ich gebe sehr viel davon, viele, viele, viele Teilbereiche, gerne so auf meinem YouTube-Kanal weiter. Das ist ja der ganze Sinn und Zweck des Ganzen. Das macht mir unglaublich viel Spaß und das mache ich super gerne kostenlos, auf Hobbybasis. Aber das ist dann wirklich richtig Arbeit. Und für Arbeit wird man halt normalerweise bezahlt. Und da geht es mir wirklich einfach mehr um ein symbolisches, winzig kleines Einkommen, von dem ich halt dann einmal im Monat ein Schnitzel essen gehen kann und mich drüber freuen kann, dass jetzt meine Walderklärarbeit mir quasi diese Schnitzel finanziert hat. Ja. Also es geht wirklich um solche Größenordnungen. Ich will da überhaupt nicht mit Reis werden. Vielleicht kann ich mir irgendwann auch mal ein gutes Buch in einem Monat, in dem ich das Schnitzel schon gegessen habe, kaufen. Oder eines Tages reicht es für ein Buch und ein Schnitzel pro Monat. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Aber ja, ja, das ist so das Grundkonzept, die Grundidee. Und natürlich ist das ja auch nur für einige Leute sicherlich interessant und keineswegs für jeden. Weil, ich muss es nochmal betonen, dass ich sage heute alles drei- und viermal, wenn es wichtig ist, das macht Arbeit, das ist Lernen, das ist ein Mini-Studium quasi, was mir da vorschwebt. Das ist nicht einfach mal gemütlich zuhören und was hängen bleibt, bleibt hängen, sondern ihr müsst das schon ein bisschen rekapitulieren, die einzelnen Einheiten wirklich ein bisschen lernen und verarbeiten. Selbstverständlich gibt es keine Prüfung, es gibt am Ende keine Klausur, keine Zensur, wollte ich sagen. Ja, aber einfach damit ihr mir folgen könnt und dann auch alles in dem Level versteht, wie ich das gerne möchte, da müsst ihr dann schon ein bisschen halt eben Arbeit und Zeit investieren und euch mit der Thematik auseinandersetzen. Aber es geht jetzt hier nicht um, letztendlich geht es schon um Jahre, weil ich so lange brauchen werde, bis alle Videos mal irgendwann fertig sind. Und es wird wirklich jede Menge Material sein, was man sich angucken kann. Aber ich, dieses Rekapitulieren, dieses eigene nochmal ein bisschen drüber nachdenken, da sprechen wir von ein bisschen Hausaufgaben in Anführungszeichen, ne? Und es ist auch freiwillig. Wenn man sofort sagt, man versteht es gleich auf Anhieb, wunderbar, ganz toll und kann sich auch die Fachbegriffe, ich versuche mich da wirklich auf ein Minimum zu beschränken, aber ein paar Fachbegriffe, das ist absolut notwendig, um halt im weiteren Verlauf irgendwie vernünftig miteinander sprechen zu können. Wenn ich zum Beispiel jetzt den Fachbegriff Symplast einführe, das ist das der Kollektivraum verschiedener Körperzellen, die miteinander verbunden sind und somit zusammen eine Aufgabe wahrnehmen, also auf gut Deutsch ein Organ. Die Leberzellen zusammen sind vernetzt und bilden damit ein Organ, der Symplast der Leberzellen sozusagen. Und wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich das Wörtchen Symplast in den Mund nehme, um irgendwas zu erklären, nochmal vorher erklären muss, was ein Symplast überhaupt ist, dann kommen wir zu gar nichts. Deshalb muss man bestimmte Fachbegriffe einführen, die dann als bekannt voraussetzen und im weiteren Verlauf, wenn es eben gerade noch um noch komplexere Zusammenhänge im Rahmen des Waldes geht, kann man das dann als bekannt voraussetzen und es kommuniziert sich dann erheblich leichter. Das funktioniert natürlich in einem richtigen Studium auch so, das funktioniert in einer Wissenschaft so. Es funktioniert aber auch in jedem beliebigen anderen Fachbereich so, wenn man zum Beispiel angeln geht. Und man muss jedes Mal mit jemandem, mit dem man über Angeln sprechen möchte, erklären, was ein Blinker ist und den Begriff nicht als bekannt voraussetzen kann, dann wird man wahnsinnig. Also, ne? Ja. Das also, dieses Projekt, das ist mir eine meiner zwei großen Herzensangelegenheiten. Die zweite große Herzensangelegenheit, die kommt jetzt. Ja, das ist ein langes Video. Und zwar würde ich gerne eine Tour machen. Und zwar die Urlaubsplanung für 2018 steht an. Also sprich, 2018 würde ich gerne eine Tour machen.
Und das ist jetzt nichts Spektakuläres und nichts Außergewöhnliches. Aber ich würde gerne eine mir bekannte Tour machen und die Tatsache, dass es sich um eine mir bekannte Tour handelt, dafür ausnutzen, dort als Tourführer zu fungieren oder Guide oder Reiseleiter. Sagen wir Reiseleiter. Der Begriff Führer ist immer so politisch vorbelastet. Und Guide ist ein Anglizismus. Also Reiseleiter. Klingt zwar doof, aber bringt es in irgendwelchen gewisser Weise schon auf den Punkt. Und zwar den West Highland Way in Schottland, weil ich den halt mehr oder weniger in- und auswendig kenne. Und das ist auch nur eine Herzensangelegenheit und ein Hobby. Ich möchte das gerne machen für mich, damit ich das noch besser lerne, mich da in diesem Bereich einfach noch Erfahrungen sammeln kann. Wie leitet man eine Gruppe auf einer Trekkingtour? Diese beiden. Das sind drei Komponenten. Drei Komponenten sind mir wichtig. Ist eine Gruppe, ich leite die. Also jetzt nicht so, dass ich sage, du gehst jetzt darüber, du läufst 0,5 km/h schneller und du gehst darüber. Mehr, ja, also auf einer sehr demokratischen Basis, muss man dazu sagen. Ich habe das ja mal gelernt, diese Gruppenleiterei, und das war auch sehr, 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 sehr basisdemokratisch. Das ist so ein bisschen, dass der Gruppenleiter, also nach meiner Vorstellung, ist so eine Art Primus inter pares, der Erste unter Gleichgestellten. Also sprich, jeder hat die gleichen Rechte, aber einer übernimmt halt so eine gewisse organisatorische Funktion, schlicht und ergreifend. Nicht, dass der jetzt sagt, okay, heute laufen wir 19,7 Kilometer, Punkt. Und das wird nicht diskutiert. Und wenn ihr Fünfter erst der Meinung seid, dass das ein toller Zeltplatz ist, der nach 17,6 Kilometern kommt, dann ist mir das egal, wir laufen jetzt 19,4 Kilometer. Das ist natürlich Schwachsinn, so wird das nicht ablaufen. Aber das ist jedenfalls die eine Sache, die mir an diesem Projekt wichtig ist. Ich möchte mich einfach als ja, Gruppenleiter ein bisschen üben. Und dafür brauche ich eine Gruppe. Zweiter Aspekt ist, ich möchte einfach gerne eine Trekking-Tour-Organisation für mehrere Leute üben. Das gehört natürlich so zusammen mit dem generellen Gruppenleiter-Dasein. Also diese beiden Sachen. Also erstens mal die rein organisatorische Sache und das Führen von Menschen in Anführungszeichen. Also das bisschen Anleiten, das Koordinieren eher. Koordinieren ist ein gutes Wort in diesem Zusammenhang. Und eben die organisatorische Komponente. Diese beiden Sachen, die möchte ich für mich gerne üben. Das möchte ich gerne noch besser lernen. Und wer mir jetzt dann unterstellt, dass ich sowas tatsächlich irgendwann mal beruflich machen möchte, der hat nicht ganz Unrecht, aber es geht um ganz weit in der Zukunft. Sowas macht mir unglaublich viel Spaß, damit tatsächlich dann auf einem dann auch geübten, professionelleren Level, und momentan würde ich das nicht als professionell bezeichnen, was ich da schon kann, da würde ich wahnsinnig viel Spaß dran haben. Also das wäre ein Traum, schlicht und ergreifend, damit dann mal noch ein zweites Schnitzel pro Monat vielleicht zu verdienen und ein zweites Buch oder vielleicht sogar nach einigen Touren dann mal ein neues Fahrrad bräuchte ich zum Beispiel. Nee, aber ja, einfach, momentan geht es mir einfach nur darum, das wird sich in den nächsten Jahren wahrscheinlich auch nicht ändern, einfach das ein ganz winzig kleines Rinnsal an Einkommen einfach fürs Selbstbewusstsein, für die Motivation, für die Seele. Das ist natürlich jetzt schwierig, Geld mit sowas in Verbindung zu bringen. Aber ich sehe es einfach als ein handfestes Zeichen dafür, als Anerkennung dessen, was man tut. Wenn man ein kleines bisschen Geld eben dafür bekommt. Weil halt es dann eben, nicht weil jetzt Geld irgendwas emotional Wünschenswertes oder Tolles ist, überhaupt nicht. Geld ist ein großes Problem, aber davon abgesehen. Es geht nur darum, dass die Person, die das, was man tut, wertschätzt, ein bisschen was abgibt. Etwas, das sie gebrauchen kann, und das ist Geld in der Regel nun mal, um es demjenigen, der einem was geliefert hat, mit dem man was anfangen kann, das man wertschätzt, demjenigen dann halt eben zu geben, als äußeres Zeichen besagter Wertschätzung. Ich meine, nichts gegen ein Dankeschön, das habe ich ja schon mal gesagt, ein Dankeschön ist großartig,
Aber es ist halt schon ein erweitertes Dankeschön. So nach dem Motto, das bedeutet mir wirklich handfest, in Anführungszeichen, gibt mir was, ist mir was wert. Das ist für mich ein Mehrwert, der mir wert ist, von meinem Einkommen halt eben einen ganz kleinen Teil abzudrücken. Das wäre also einfach das Konzept, was da dahinter steht. In weiter Zukunft würde ich dann gerne da irgendwie mal ein paar Cent mit einnehmen wollen. Und deswegen möchte ich das lernen. So, wichtig. Ich will das jetzt erstmal lernen. Soll heißen, ich möchte das für mich einfach zu Trainingszwecken, auch Spaß an der Freude, üben. Da will ich jetzt nichts für haben, überhaupt nichts. Ich möchte einfach eine Trekking-Tour auf dem West Highland Way organisieren, weil den kenne ich auch in- und auswendig. Ich finde, das ist eine wesentliche Voraussetzung, wenn man eine geführte Tour anbietet. Dann muss man die Tour auch wirklich in- und auswendig kennen. Sonst ist es eine scheiß geführte Tour, dann kann man eine Expedition anbieten. Expedition bedeutet immer, man bricht auf ins Unbekannte. Also auch wenn da ein Führer dabei ist, dann qualifiziert er sich dadurch, dass er sich vielleicht gut auskennt mit, wie komme ich damit zurecht, wenn man ins Unbekannte aufbricht. Aber er wird auch nicht wissen, wo jetzt da ein geeigneter Rastplatz ist oder ähnliches. Aber was ich halt eben nicht will, ist eine Expedition, sondern eine Exkursion. Das ist die Version, wo man ins Bekannte aufbricht mit einem Führer, der sich da ganz, 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 ganz genau auskennt. So. Und worauf ich jetzt im Endeffekt hinaus möchte, ist halt eben, dass ihr mir vielleicht in die Kommentare schreiben mögt, ob ihr euch vorstellen könntet. Es geht erstmal nur ums Vorstellen vom Bock her. Nicht, ob ihr Zeit habt, nicht, ob ihr gerade die aktuellen finanziellen Möglichkeiten habt, um für euch die Anreise zu bezahlen. Einen kleinen Obolus zum Essen halt eben. Wir würden dann halt in gruppentechnisch einkaufen und teilen dann halt, was das ganze Essen kostet, durch Anzahl der Leute. Ganz einfach. Also da machen wir gar nicht lange rum. Es geht nur darum, es kostet halt einfach pro Person. Man muss erstmal nach Schottland kommen, nach Glasgow, um genau zu sein. Und dann später von Fort William nochmal zurück mit dem Zug oder mit dem Bus. Kostet auch nochmal einen kleinen Obolus. Und wir reden von so ungefähr 300 bis 450 Euro. So irgendwie sowas um den Dreh. Kommt drauf an, was für ein Transportmittel man benutzt und so weiter und so fort. Ja, und unter dieser Maßgabe, dass man das einfach im Hinterkopf behält, nicht unabhängig davon, ob man jetzt eben sagt, ich habe jetzt gerade das ganze Geld da und könnte das jetzt problemlos machen und nehme ich mit, trag mich ein. Das will ich gar nicht jetzt hören. Also, würde mich jetzt auch nicht stören, aber darum geht es mir nicht. Es geht mir wirklich darum, findet ihr die Idee an sich so realistisch? Könntet ihr euch das einfach vorstellen, wenn ihr euch mal im Kopf, ja, Trekkingtour mit dem Ben, ja, könnte man machen. Das würde mich interessieren. Aber jetzt vielleicht doch noch ein paar Details. Es würde sich um eine Einsteigertour handeln. Ich habe da schon ein bisschen mehr Details theoretisch auf Lager, aber das will ich jetzt nicht alles erzählen. Ich denke da schon eine ganze Weile drüber nach und habe mir auch schon ein paar Notizen gemacht und ein paar Sachen sind auch schon geplant, theoretisch, wie gesagt. Würde sich um eine Einsteiger- bzw. Genuss handeln. Das passt ja gut zusammen. Der Einsteiger, der wird wahrscheinlich etwas mehr gefordert. Der Genusswanderer, für den ist es einfach eine super entspannte, ganz leichte Easy-Peasy-Trekking-Tour. Also so Easy-Peasy jetzt nun auch wieder nicht. Die Strecke muss trotzdem gelaufen werden. Also man kommt da, denke ich, schon so ein bisschen auf seine Kosten. Ich habe mal auf einer anderen Gruppentour, ich war ja insgesamt schon auf vielen Gruppentouren, teilweise habe ich die eben auch geführt, meistens war ich aber Teilnehmer. Da hatten wir mal einen dabei, der war halt super krass fit. Und die Gesamtkondition der Gruppe, die war so, na sagen wir mal, bescheiden. Was aber auch in Ordnung war. Und der hat sich aber auch da problemlos mit integrieren können in die Gruppe. Der ist nicht vorne weggerannt beim normalen Wandern, so über Tag. Sondern der ist dann einfach abends, wenn wir das Lager aufgebaut hatten und vor dem Essen, während die anderen gekocht haben, er hat dann ein bisschen mehr Gepäck getragen. Deshalb hat man gesagt, okay, dann musst du nie kochen und nie abwaschen, weil du gefühlt das komplette Gruppengepäck trägst. Gefühlt, natürlich hat er nicht wirklich das ganze Gruppengepäck getragen, aber und dann ist er halt abends einfach noch eine Runde joggen gegangen. Und dann hat er auch körperlich seine entsprechenden Bedürfnisse gestillt gehabt und war ruhig und zufrieden und hatte da ein angenehmes Leben. Und so gesehen möchte ich halt eben sagen, für die Anfänger, denen das reicht,
das Gruppentempo, das denen schon anstrengend genug ist, soll es konzipiert sein. Aber wer für sich selber sagt, ja gut, ich komme damit zurecht, wenn die Gruppe als solche eher gemütlich unterwegs ist, ich kann das irgendwie kompensieren, ich gehe dann halt auch eine Runde joggen oder ich schleppe sämtliches Gruppengepäck. Ich laufe dann halt mit 30 Kilo und die anderen haben alle jeweils 14. Körperliche Anforderungen so generell für den West Highland Way, man sollte schon mal ein bisschen spazieren gegangen sein. Es ist aber halt wirklich ein guter Einsteigerweg. Es ist meiner Meinung nach der beste Einsteigerweg, den ich kenne. Gerade auch, weil er vom Wildnisfaktor her, er bietet Wildnis sporadisch. Immer mal wieder so einzelne Stückchen, die man wirklich als Wildnis bezeichnen kann. Und dann ist aber auch immer mal wieder genügend Zivilisation dazwischen, dass man nicht völlig im Nirgendwo steht. Also ganz anders als meine Schwedentour, wo ich ja auch häufiger mitten im Nirgendwo gestanden bin. Genau das wollte ich aber auch natürlich. Sondern immer nur so stückchenweise. Man macht einen kleinen Abstecher in die Wildnis, in die Pampa, wo es dann teilweise ähnliche Aussichten auch gibt wie in Schweden, meiner Schwedentour. Aber dann kommt man zum nächsten Pub zum Beispiel. Und gerade auch die Aspekte der Kultur, also ein Pub zum Beispiel, wäre mir auch nochmal sehr wichtig auf der Tour. Was dann noch erschwerend dazu kommt, wenn man eine Tour mit einem Ben macht, dann ist es nun mal eine spezifische Eigenschaft des Bens, dass der sich in der Natur besser auskennt als die meisten. Also auf gut Deutsch, ich würde auch jede Menge zur Landschaft erklären wollen, ich würde das ein oder andere Pflänzchen am Wegesrand erklären wollen, ich werde auch eine Menge zu den Tieren, die man da eigentlich fast immer antrifft, das sind schon ein paar, erklären wollen, ich werde mir das auch vorher zurechtlegen. Ich möchte ja schon so einen mindestens halb professionellen Vortrag an der einen oder anderen Stelle mit einschieben. Also mir einigermaßen beim Labern zuhören zu können, wäre dann eine weitere Voraussetzung, um da vielleicht mitmachen zu wollen. Ansonsten, wie gesagt, die Anforderungen körperlicher Art, das ist sehr moderat. Sagen wir mal, wer in Deutschland an einem Tag mal 20 Kilometer zurücklegen kann auf, sagen wir mal, normale Vorstraße, bei uns im Wald halt eben, mit so ein bisschen hügelig, bisschen rauf und runter, also wirklich ganz moderat. Der kann auf jeden Fall auch einen West Highland Way laufen. Wer die 20 Kilometer nur so schafft, dass er dann sagt, boah, jetzt bin ich aber K.O., auch das reicht dann noch. Auch dann würde ich auf jeden Fall sagen, den kriegen wir mitgeschleift oder die als Gruppe. Und das wäre nochmal ein wesentlicher Aspekt, die darf auch gerne mitkommen. Also das ist jetzt keine Männer-only-Geschichte. Übrigens auch die Männer im Waldtouren, die heißen zwar so, weil ich den Begriff einfach so praktisch finde, in Anbetracht meines Kanalnamens und einfach vom Gedanken her, einfach nur ein paar Männer im Wald, so ist das gedacht gewesen. Deswegen dieser Begriff, aber selbstverständlich sind da auch immer Frauen willkommen. Hätte ja letztes Mal auch fast geklappt, dass eine mit wäre. Und auch bei dieser Tour, also ausdrücklich möchte ich darauf hinweisen, Bewerbungen von weiblichen Bewerbern werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Oder weibliche Bewerber werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt. Sowas in der Richtung. Nein, also ich würde mich freuen, wenn es eine gemischte Gruppe wäre, schlicht und ergreifend. Das ist einfach für die Gruppendynamik, für die Harmonie von Vorteil. Reine Männergruppe hat auch immer so einen besonderen Charme, aber ja, muss nicht sein. Muss überhaupt nicht sein. Ja, es geht, vielleicht für diejenigen, die das auch nochmal interessant finden, terminlich um den Sommer 2018. Den frühen Sommer, also man könnte den Mai eigentlich ins Auge fassen. Der hat nämlich den großen, großen Vorteil, dass da die Midges noch nicht so krass sind, also diese lustigen stechenden Fruchtfliegen, es aber auch schon so warm ist, dass man mit einer Einsteigerausrüstung oder einer zusammengeliehenen Ausrüstung, also wirklich nur minimal Geldaufwand benötigt, um sich eine Trekkingausrüstung zuzulegen, wenn man noch überhaupt nichts hat. Ich kann auch das eine oder andere durchaus noch verleihen. Also auch das wäre was, was man im Hintergrund behalten kann. Ich hoffe, dass auch der eine oder andere Mitreisende, der schon einiges an Krempel hat, der aus Genussgründen mitgeht und nicht, weil er ein Einsteiger ist, oder die Mitreisende, jetzt muss ich alles in gendergerechter Sprache formulieren, nein, mache ich nicht. Die Frauen fühlen sich bitte hoffentlich trotzdem angesprochen, wenn ich von den Mitreisenden spreche. Da und da sich einfach ein bisschen gegenseitig ein bisschen aushilft, dass einfach die finanzielle Belastung beim Neukauf von Ausrüstung sich auf ein Minimum reduziert und man braucht auch nicht so viel für so eine Tour. Gerade auch in der großen Gruppe hat man nämlich auch die Option,
das ist auch nochmal wichtig, essenstechnisch nicht auf Expeditionsnahrung zurückgreifen zu müssen. Also es wird keine einzige Tüte, wenn es nach mir geht, von Track and Eat oder Ähnlichem geben, sondern wir kochen reguläre, richtige Nudeln und machen dazu eine reguläre, richtige Soße. Wir hätten auch die Möglichkeit, da eine echte Zwiebel reinzuschnibbeln oder zwei. Ideal ist bei sowas, finde ich, für solche Gruppentouren, wo man auch einen gewissen Kochaufwand betreiben möchte. Als Gruppe macht das ja auch Spaß. Das ist was anderes, als wenn ich allein durch die Landschaft stapfe. Und da könnte man also dann durchaus mehrere Trangia-Kocher idealerweise verwenden, mittels mehreren Töpfen. Und dann kann man sich im einen Topf zum Beispiel Linsen kochen, im anderen Reis und im dritten eine Tomatensoße und gibt das dann zusammen und hat dann ein leckeres Linsengericht. Dafür hätte ich sogar ein Rezept. Also ich persönlich finde das lecker. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber auch sowas möchte ich nicht vorgeben. Also auch wenn ich sage, die Tour ist dafür gedacht, dass ich lerne, also für mich ist sie dafür gedacht, dass ich lerne, wie man so eine Tour organisiert und führt. Trotzdem, das Essen wird selbstverständlich demokratisch geregelt. Da können wir uns dann vorher nochmal drüber unterhalten. Und was auch wäre, wenn man sich das so im Kopf durchgehen lässt, ob das für einen vielleicht interessant sein könnte, wäre auch, dass es auf jeden Fall vorher nochmal ein Testwochenende gibt, wo sich die Gruppe in Deutschland trifft und in Deutschland eine Runde durch den Wald streift, zu Testzwecken. Bisschen Ausrüstung testen, Erfahrungsaustausch mit einzelnen Ausrüstungsgegenständen. Touren, Etappenplanung schon mal zusammen ein bisschen machen, ein bisschen auf die Karte gucken gemeinsam und natürlich auch eben so Sachen wie Proviant planen. Was wollen wir denn überhaupt essen? Hat jemand noch ein großartiges Rezept, das man mal ausprobieren müsste? Hat jemand Erfahrung mit dem einen oder anderen Outdoor-Gericht zum Beispiel? Aber es ist auch so gedacht eben, dass jeder Teilnehmer ein blutiger Anfänger sein könnte. Dann muss man halt eben darauf vertrauen, dass ich so einigermaßen genügend Rezepte zum Beispiel zusammenkriege, dass das einigermaßen essbar wird, die Tour. Jetzt muss man betonen, vielleicht, wenn mir jetzt jemand nicht glaubt, dass ich irgendwas Vernünftiges zu essen auf einer Tour zustande kriege, das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, dass das durchaus der Fall ist. Ich persönlich habe diesen Anspruch für mich nicht. Ich weiß aber, dass bei Gruppen sowas notwendig ist. Ich habe also auch mal einen Kochen für Gruppenkurs besucht. Ich habe da also schon ein gewisses Maß an Erfahrung. Der Meister bin ich sicherlich nicht, aber es sollte überhaupt kein Problem sein. Auch die Damen, die ich mal auf Touren mit hatte, also Ex-Freundinnen, die haben sich auch nie übers Essen beschwert. Also da gab es dann auch keine Trekking-Mahlzeiten und auch keine BB5, Energy 5 oder sonst was Würfel, weil uns das andere Essen ausgegangen wäre. Also das ist nie passiert. Das kommt nicht vor. Das muss ich wirklich nochmal dazu sagen. Es soll ja Leute geben, die mir nicht zutrauen, dass ich reguläre Mahlzeiten überhaupt esse oder geschweige denn zubereiten kann. Ne? Ja, das war also dann dieses Projekt. Und ich hatte noch irgendeine Kleinigkeit. Irgendeine Kleinigkeit hatte ich noch. Richtig, da fällt es mir jetzt wieder ein. Ich würde gern aus Spaß an der Freude ein paar Burgruinen detaillierter vorstellen. Ein großes Hobby von mir sind einfach Burgruinen. Das hat mir mein Vater eingeimpft, die Faszination für Burgruinen. Ich habe dazu jetzt gefühlte 6 Milliarden Bücher da drüben stehen. Und demzufolge habe ich jede Menge detaillierte Informationen zu verschiedenen Burgruinen der Umgebung. Frage: Wäre das für einen kleinen Teil meiner Zuschauerschaft doch so interessant, dass ich das Video nicht für mich allein drehen würde, wenn ich jetzt auf die Idee komme, halt einfach mal eine Burgruine detaillierter vorzustellen? Das ist der so und so Bau, der ist so und so alt, da hat man dies und jenes getan. Dieser Stein, der da aus der Mauer ragt, war eine Auflage für einen Holzbalken. Das bedeutet, an der Stelle sitzt die Decke. Solche architektonischen Details dann zum und halt eben noch ein bisschen geschichtliche Hintergründe der Burg. Zwei Burgen, mit denen ich mich in letzter Zeit intensiver auseinandergesetzt habe, kämen da in Frage. Einmal das alte Schloss Baden-Baden. Die ist spektakulär architektonisch. Sehr tolle Burg, sehr alt auch. Naja, ist doch ziemlich alt. Recht früh aufgegeben worden. Da hat da also keiner mehr gewohnt und das Ding ist so nach und nach verfallen. Die Wehrgeschichte ist stinklangweilig. Das wurde nicht einmal irgendwie militärisch benötigt. Man nennt es auch altes Schloss übrigens.
Und ja, aber eben trotzdem wurde immer mal wieder was dran gebaut und dann wieder was dran gebaut und interessanterweise von oben nach unten. Also es ist Burgruinen architektonisch wirklich interessant und eine sehr große Anlage auch. Da gibt es einiges zu sehen, liegt auch landschaftlich sehr schön. Und bei der Gelegenheit könnte ich übrigens auch mal was zu Ulme erzählen, die wächst da nämlich. Ganz interessanter Bau. Alternativburg wäre die Hochburg bei Emding. Das ist eigentlich eine der gigantischsten von der Größe her Burganlagen, die ich so kenne. Es ist auch, glaube ich, eine der größten Deutschlands. Neben dem Heidelberger Schloss ist es auf jeden Fall die größte Baden-Württembergs. Und Baden-Württemberg hat einige sehr große Burganlagen. Also das ist schon ein Riesenteil. Das ist deswegen wahnsinnig spannend, weil es im Hochmittelalter entstanden ist, dann aber auf Barock immer noch erweitert wurde und eigentlich Zeit seines Daseins eine uneinnehmbare Festung gewesen ist, es sei denn, man belagert sie so lange, dass die da drin nichts mehr zu fressen haben. Das ist dann letztendlich auch passiert, weshalb sie dann eingenommen wurde. Aber von der Architektur her, von der Bauweise, ist es einfach eine uneinnehmbare Festung, ein unglaublich faszinierendes Gemäuer. Vieles auch noch in sehr detaillierter Art und Weise erhalten und da kann man auch ganz, 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 ganz viel zu sagen und ganz, ganz viele interessante Dinge dort entdecken. Und ich hätte da einfach unglaublich Spaß dran an solchen Videos. Das hat mit dem Wald jetzt wirklich nur über 17 Ecken was zu tun. Die liegen alle ungefähr im Wald. Aber das trifft auf fast Gesamtdeutschland zu. Wenn man die potenzielle natürliche Vegetation an die entsprechende Stelle hindenkt, dann steht man fast überall im Wald. Also der Waldbezug ist wirklich nur gering. Das wäre halt mal wieder so ein Geschichtsprojekt. Das ist ja mein anderes liebes Hobby und Steckenpferd. Weicht halt völlig vom Generalthema ab. Ich hatte mal überlegt, ob ich für solche Zwecke einen Zweitkanal anlege, also so ein bisschen Geschichte mit Ben. Das wäre jetzt nicht der Kanalname, das wäre mehr so der Inhalt. Historische Orte besuchen und da ein bisschen was erklären und so weiter und so fort. Habe ich aber eigentlich keine Lust. Was soll's? Niemand schreibt mir vor, was ich auf meinem Kanal tue, also kann ich genauso gut auch solche Videos dann noch reinklatschen, auch wenn die wirklich dann überhaupt keinen Waldbezug haben. Mir würde einfach nur interessieren, gäbe es da, wäre das interessant? Würde das jemand gucken? Lohnt sich der Aufwand? Also so 100 Aufrufe hätte ich auf so einem Video schon gerne. Das ist jetzt nicht zu ambitioniert, aber ich weiß es wirklich nicht, ob es da genügend Leute gibt, die sowas dann auch noch interessant finden würden. Deswegen. Das war das vierte Projekt, das demnächst eventuell anstehen würde. Ja, das ist ein sehr langes Video, aber es sind auch teilweise wirklich große, große Herzensprojekte. Die möchte ich nicht in 2 Minuten runterreißen und dann sagt jemand, hey, weiß nicht, lass mal lieber. Geh mal lieber in den Wald und erklär den nächsten Baum. Und das mache ich jetzt auch noch, versprochen. Heute oder morgen gibt es das nächste Baumvideo, also Baumwissen für Bushcrafter heißt ja die Reihe, zur Eiche. Die wurde auch schon 17 Millionen Mal nachgefragt. Die Robinie ist übrigens auf Platz 2 der häufig nachgefragten Bäume, zu denen ich mal ein Baumwissen-Video machen soll. Ist ganz interessant. Leider habe ich, robinientechnisch scheitert es daran, dass ich keine großen Robinien habe. Weit und breit nicht. Es gibt immer mal wieder so kleine, die so irgendwo so gebüschmäßig dazwischen stehen. Aber eine, wo man sich wirklich daran setzen könnte und sagen, so, das ist jetzt hier eine große Robinie, so sieht eine ausgewachsene Robinie aus, da müsste ich schon ein Stückchen weit fahren. Das Problem ist, da weiß ich auch nicht hundertprozentig, ob es da welche gibt. Da sollte es theoretisch welche geben. Ob es dann wirklich in der Praxis so ist, das weiß man immer erst, wenn man da ist. Deswegen scheue ich mich einfach ein bisschen vor der Robinie. Ja, aber die gibt's auch noch. Die gibt's auch noch. Aber jetzt würde ich dann wirklich mal irgendwann die Eiche durchkauen wollen. Es ist Absicht, dass die Eiche noch nicht. Das ist auch Absicht, dass ich mir die Eiche für relativ spät aufgehoben habe. Es ist übrigens auch Absicht, dass Baumwissen-Videos vergleichsweise selten gibt, weil ich möchte mir einfach die Bäume über einen langen Zeitraum aufheben, in Anführungszeichen. Es gibt nur ziemlich begrenzt viele interessante Baumarten in Deutschland, über die man überhaupt nennenswert viel erzählen kann, weil sie im Wald auch tatsächlich vorkommen. Parkbäume fange ich nicht an. Und damit will ich mir das einfach über einen gewissen Zeitraum strecken, damit ich eine Weile was davon habe und immer mal wieder alle paar Monate dann halt eben entsprechend was zu einem Baum erzählen kann. Ja, nur damit ihr wisst, was jetzt demnächst noch so ansteht und
Dann male ich jetzt noch so ein Plakat für da drüben. Obwohl sinnvoller wäre es ja, wenn ich jetzt erstmal eure Reaktionen abwarte, ob ich noch ein Plakat für da drüben überhaupt malen soll. Ich glaube, ich mache es trotzdem. Ja, und, ah ja, dann noch eine Kleinigkeit. Ich möchte gerne eine spezifische Verabschiedung einführen. Ich habe ja eine spezifische Begrüßung, je nachdem, herzlich willkommen im Wald oder im Keller halt. Und zur besagten spezifischen Verabschiedung gibt es eine Anekdote, die ich an dieser Stelle vielleicht auch mal anbringen möchte. Wer die jetzt nicht mitbekommt, der weiß halt nicht, wovon ich spreche, wenn ich dann besagte spezifische Verabschiedung in den folgenden Videos verwende. Nämlich, ich war ja mal auf mehrfach auf Exkursion mit den jeweiligen Erstsemestern meiner Ex-Uni, meiner Alma Mater, Technische Universität München, auf Myrtenwochenende. Und da habe ich halt dann mindestens ja, drei oder viermal. Viermal habe ich da die kleine Exkursion, die da stattfinden sollte. Also eigentlich mehr Schwerpunkt Wandern mit so ein paar Dingen, die man dann zum Wald auch noch erzählen kann, den Erstsemestern. Damit vielleicht, das war so mein persönliches Ziel, damit sie die Faszination Wald so ein bisschen gleich am Anfang aufsaugen, am Anfang ihres Studiums auch mal raus in den Wald kommen. Es gibt am Anfang noch wenig Exkursionen. Es gibt so Kackfächer wie Mathe. Chemie ist immer so ein bisschen ein Problem gewesen. Und man will ja als erstes mal schon ein bisschen was vom Wald sehen. Und das war dann so, für mich habe ich das so ein bisschen als meine Aufgabe angesehen, da einfach mal Faszination Wald ein bisschen rüberzubringen und da halt ein wenig was in die Richtung zu erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn, da waren halt auch ein paar ältere Semester dabei. Da war ja nicht ich der einzige Betreuer da auf diesem Hüttenwochenende, sondern generell ging das halt von der studentischen Vertretung aus, der Fachschaft. Ja. Diejenigen, die dann schon was vom Wald wussten, die etwas älteren Semester, für die war es teilweise ein bisschen viel, was der Ben so gelabert hat. Es wird auch garantiert für die Mehrheit der Erstsemester ein bisschen viel gewesen sein, was der Ben so gelabert hat. Ich hatte pro dieser Exkursion so zwei bis drei bis vier Leute, bei denen hat es funktioniert. Da habe ich mein Ziel erreicht. Die Faszination konnte man ihnen ansehen. Die sahen so richtig gespannt aus. Oh, das ist spannend, da will ich mehr zu lernen. Da war ich also glücklich und zufrieden. Viele hat es auch überhaupt nicht interessiert. Das ist auch okay. Wir haben eh die Hälfte der Erstsemester fliegt eh wieder raus. Und ich vermute mal, dass diejenigen, die es nicht interessiert hat, auch zu der Hälfte gehört haben, die dann wieder rausgeflogen ist. War oft so. Habe ich teilweise auch durchaus mal ein bisschen verfolgt. Aber jedenfalls, worauf ich hinaus möchte, die älteren Leute, die da vorbei waren, die älteren Semester, die haben dann irgendwann mal aus Gag, weil ich ja Ben Tüxen heiße und die natürlich wissen, dass Tüxen, der da oben, durchaus ein Begriff ist, der in naturwissenschaftlichen Kreisen ja teilweise bekannt ist, haben die da gerne rumgewitzelt und irgendwann ist dann mal der geflügelte Begriff, beziehungsweise die Aktion entstanden, den Erstsemestern zu erzählen: Hey du, wenn der da loslegt, lass dich nicht betüxen. Also, ja, und die haben dann sogar zwei Personen, insbesondere haben dann sogar einen Song draus gemacht, der als Refrain "Lasst euch nicht betüxen" enthält. Und dieses "nicht vergessen, lasst euch nicht betüxen", also nicht zu sehr von mir zulabern und glaubt mir nicht alles, was ich so erzähle, und bleibt mal schön auf dem Teppich und guckt euch vielleicht mal noch eine Tertiär- oder Sekundärquelle an. Ja, das fand ich irgendwie so ganz witzig. Das war ja auch lieb gemeint von denen. Also das war jetzt nicht, um mich zu verarschen oder sonst wie. Das war schon mit einem ironischen Unterton zwar, aber im Grunde lieb gemeint. Und ich fand diesen Spruch so cool. Also betüxen, ne? Ben Tüxen, betüxen als Verb. Ihr wisst, glaube ich, was gemeint ist. Der Gag sollte bekannt sein, kapiert sein. Ich werde langsam etwas verwirrt im Hirn, also noch mehr als sonst. Und das ist es ja genau das, was dieser Spruch letztendlich ausdrücken soll. Lasst euch nicht betüxen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.